Und damit willkommen zurück zu Big Booba Milf Evil. Aber damit ist nicht Rose gemeint, die hat keinen Big Booba. Nein, 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 immer die Dimitrescu. Exakt. Wir wollen die dritte Maske irgendwann, irgendwie, irgendwo holen. Wir wollen erstmal die zweite abgeben. Exakt. Und uns dann mal ansehen, wo wir die dritte suchen müssen. Im Keller vermutlich. Sehr wahrscheinlich. So, und nachdem ich letztes Folge leider nicht machen konnte. Wie gesagt, wir wollen dieses Achievement bekommen. Mit T-Bag 20 Roses. Ist natürlich ein ganz offizielles, ne? Ja. Ist ganz schön hartnäckig, was? Aber ganz so einfach mache ich es dir nicht. Also bisher schon. Oh nein. You know, Sayo, sometimes it's smart to just shut up. Ich kenne das nicht. Einfach in den Speisesaal. Ja. Einfach nicht umdrehen und einfach gehen. Nachdem wir vor 2 Sekunden gespeichert haben. Wenigstens, wenn wir sterben, sterben wir jetzt hier. Ja. Kannst du mir noch nicht erzählen, die letzte Maske kommt vom Duke selbst. Der hat ja auch eine aufgehabt. Ich glaube, das ist die vierte. Ich glaube, die oben ist keine richtige Maske. Weil die Flamme auch nicht an ist. Ja. So, das heißt, hier kommt die Spinne hin. So, das ist ein Wolf, Ist ein okay. Wolf. Das heißt, hier packe ich den Schaf, das Schaf hin. Den Ja, es sind Frosch. hier Gegensätze. Will er mich mit diesen Rätseln schikanieren? Wieso Nein, Rose. triggert es mich, dass wir einen einäugigen und einen dreieugigen Schlüssel haben, aber keinen zweieugigen? Weil ich red's dir jetzt schön, okay? Wir sind der zweieugige Schlüssel. Ah ja. Ich habe ja gesagt, ich red's dir schön. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Okay. Das heißt aber, wir müssen. Da sind wir gerade. Ich drücke immer den falschen Knopf, ne? Ja, natürlich. Das heißt, wir müssen wieder hierhin. Ja, nach draußen. Jo. Bestimmt bekommen wir gleich wieder Besuch. Falsche Richtung. Ich wollte gerade sagen, wohin gehst du? Oder wir öffnen jetzt mal hier die Front Door. Ja, lass mal gucken, was da vorne ist. Mach erstmal die Tür vom Duke auf. Yep. Gleich ist der richtige Duke hier meinte, what's up, Bro? Nein, er ist nicht da. Gut, damit haben wir schon mal Bestätigung, dass es er ist. Kompensator. Nutzt das einfach mehr Damage? Erhöhte Feuerkraft, ja. Warum kenne ich mich mit Waffen aus? Das hinterfrage ich gerade auch. Hast du uns irgendwas zu sagen, Sayo? Nein, eigentlich nicht.
Eigentlich? Eigentlich, ja. Ich kann mich ja nicht erinnern. Nicht, wer ich bin oder welches Leben ich bis jetzt gelebt habe. Ich weiß nichts. Meine Erinnerungen sind so lückenhaft wie Sayus Hirn. Wie das Gesicht, das ich hinter dieser Maske verberge. Was bleibt, ist das Verlangen, dieser Hunger, andere leiden zu sehen. Die Verzweiflung in ihren Augen, ihre Schreie. Wer wird mein nächstes Opfer werden? Ich habe meinen treuen Diener. Er hat viele Gesichter, wenn jeder dieser Schädel auch so hohl ist wie ein verlassener Kaninchenbau. Er ist mein bester Jagdhund und er wird diese Häschen für mich hetzen. Oh. Von Duke. Jo. Wir haben noch diese Pump bekommen, ne? Noch haben wir sie nicht. Gedi. Dann gehen wir mal wieder zurück dahin, wo wir sollen. Ja. Und bin ich backtracking gerade. Den Kompensator hätten wir wahrscheinlich schon sehr viel früher gebrauchen können. Ich habe so ein Gefühl, jetzt machen wir wahrscheinlich so in 4 Schüssen oder 3 Schüssen die schon kaputt. Ganz kurz fürs Protokoll. Okay, Rohrbomben mit dem Knopf. Boom, Beach. Was? Okay. Das gefällt mir schon besser. Oh. Ihr gefällt mir Schrot? Ich mache aus rostigen Resten und Schiefpulver Schrotmunition. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das funktioniert so nicht. Hä, doch voll. Ich würde uns die aufbewahren für die Fetten. Ich will erstmal. So, wo muss ich jetzt direkt rein? Nach links können wir einfach. Nö. Das wäre schön, wenn wir es könnten. Und jetzt rechts weiter, genau. Danke. Jetzt auf einmal kommt die Dimitres da. In dem Zimmer haben wir im Original-Game Klavier gespielt. Ja. Ich glaube, wir müssen ganz nach oben uns irgendwas darunter setzen. Irgendwie sowas. Und dann gibt's bestimmt einen Fight. Das ist nämlich so eine perfekte Location für so einen Boss-Fight. Und wir bekommen Sachen. Also kampforientierte Gegenstände. Ja gut, den einen hätte ich da machen können, den habe ich übersehen. Dann noch mal kurz runter. Ja, wir müssen sowieso später runter, von daher. Ach, hier sind wir. Okay. Dann müssen wir sowieso runter. Ja, bestimmt müssen wir hier noch mal. Ja, da hinten. Ich habe auch schon gesehen, wo ein anderer. Ich finde auch schön, wie unsere Flinte halt einfach viel zu groß für uns eigentlich ist. Passt aber auch irgendwie zum Setting. Ist das die letzte Maske? Das ist lecker. Ich glaube, hier ist die Rohrbombe gut. Nein.
You good? Es muss hier noch mehr Kerne geben. Wer hatte Hoffnung? Da ist noch einer. Dann können wir wieder nach oben und hinten befreien. Yes. Gut, dass wir die Rohrbomben aufbewahrt haben. Yes. Das hat das Ganze sehr viel leichter gemacht. Besser als Flintenmuni zu nutzen. Ja, ich würde hier sowieso nicht so viel verwenden. Wahrscheinlich, weil es in dem Spiel auch kaum welche geben wird. Einen Schuss, glaube ich, der hinten ist dort. Das ist Verschwendung. Deine Pumpkin-Schuss war ein wenig unnötig. Ich wollte nur wissen, inwieweit die Damage macht. So, Heilmittel haben wir auf jeden Fall jetzt erstmal. Das machen wir gleich. Bekommen wir auch wieder eine Magnum. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht in diesem Game. Wie viel war da der DLC? 20 Euro. Ja, okay. Gleich kommen wir runter und werden wahrscheinlich wieder eine Rohrbombe benutzen müssen. Wie gesagt, ich glaube, da hätte man die Pumpgun eigentlich verwendet. Das ist mir zu schön, um wahr zu sein. Wo ist der Jumpscare? Was jetzt? Ghostface! Bestimmt die Maske abgenommen, ne? Bestimmt. Und der hat die bestimmt jetzt selbst auf und wir müssen den bekämpfen. Raus aus den Federn, Kleines! Zu schade. Du warst nur einen winzigen Häschensprung von deiner Belohnung aus Kristall entfernt. Ich wusste, die echte Rose wäre viel lebhafter. Es wäre eine Verschwendung, dein Leben einfach so zu beenden. Lass uns noch ein bisschen Spaß haben, ja? Na komm, nicht schmollen. Ich habe da einen netten Zeitvertreib vorbereitet. Er macht ein wenig einen auf Heisenberg. So viele Sklerotien. Und fast alles Attrappen. Na, was denkst du? Findest du die echten? Dir bleibt nicht viel Zeit, Kleines. Tick-Tack, Tick-Tack. Beeil dich, sonst bist du verschlungen. Wie soll ich denn bitte den richtigen finden? Einfach hoffen. Guck auf die Kabel. Guck auf die Kabel. Bleib ruhig, ich helfe. Guck hoch auf die Kabel. Nur noch 2 Minuten. Keine Zeit zu verschwenden. Links tiefer als das Fass.
nicht mal knapp. Ja. Schön. Danke, Michael. So, jetzt da oben. Kaputte Wand. Wo ist denn die Wand kaputt? Eieiei, wie die Zeit vergeht. Nur noch 90 Sekunden. Sonst bräuchte ich das. Das war der Richtige, sonst wäre da nichts gekommen. Das war's noch nicht? Bist du bereit für das große Finale? Schnell. Folge meinen Worten, okay, ja? Nur eine Minute übrig. Du solltest dich ranhalten. Ich an deiner Stelle würde kein Risiko eingehen. Danke. Ein Glück, das war's. Wird nicht so schnell reden. Da kommt mal in den Inventar, ob wir die Maske haben. Ja. Oh, das wundert mich. Du hast es geschafft. Yay. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Am Ende ist er so der Typ, der mit uns war. Wollt ganz am Anfang jetzt da. Pony, aber besser als nichts. Auch noch Ansprüche stehen. Oh, hier hat Eve seine Hand verloren. Ja, ich wollte gerade sagen, der Raum kommt mir bekannt vor. Mal wieder hat er seine Hand verloren, muss man dazu sagen. Er hatte die ja schon verloren in im 7, ne? Ja. Er hat sie insgesamt 3-mal verloren. Nicht auch mal ein Bein oder ein Fuß irgendwie? Das Bein war optional. Habe ich... Nee, okay. Munitions- und Heilungstechnik sind wir gerade gut aufgestellt. Ja, aber du weißt, das wird nicht immer was Gutes heißen. Jetzt stimmt auch wieder. Oder meistens kommt dann der Bossfight. Eigentlich würde ich jetzt... Später müssen wir den Duke facen. Stimmt, hier kam auch glaube ich das erste Mal die eine Bitch dann zum Vorschein. Das halte ich für nichts Gutes. Wo sind wir jetzt? In der Küche. Bringen wir mal die Maske zurück. Und was wetten wir? Jetzt fehlt noch die eine Maske. Fast soweit. Yay. Ja. Endlich werde ich diese Kräfte los. Aber, um ehrlich zu sein, schon komisch loszulassen. Ich habe so lang mit ihnen gelebt. Ich weiß. Ich weiß. Am Ende ist das eigentlich Ethan die Schrift. Na. Ja, die Erinnerung des Megamixeten. Ja, das ja. Und wer außer Even hätte einen Grund, seiner Tochter zu helfen? Miranda? Hm. Ja. Sie will ja Evelyn zurück.
gemacht, Kleines. Den hast du dir wirklich verdient. Vom Echten kaum zu unterscheiden, nicht wahr? Was? Das ist eine Replik. Auf dieser Ebene kann der Kristall gar nicht existieren. Dachtest du wirklich, ich gäbe etwas so Kostbares einfach her? Mit irgendwas musste ich dich ja anlocken. Nein! Nein! Er ist gut im Hardcore-Schleichen trainiert gewesen. Hier wurden wir... Und ist das nicht? Kommt mir auch gerade bekannt vor auf ersten Blick. Nun beginnt der wahre Spaß. Die perfekte Bühne für dein Ende. Und Vorhang auf! Nicht, nee, oder? Gegen den von Kämpfer. Guck, ob du ihn stunnen kannst direkt. Dafür kann ich, glaube ich, meine Flinte verwenden. Ja, ja. Einmal. Genau. Er wird immer röter, das heißt, er stirbt wahrscheinlich gerade. Aua. Not, 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 not. Das werde ich unterhalten. Und ich dachte, du seist eine Kämpferin. Lauf, kleines Häschen, lauf, lauf, lauf. La 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 la. Das hat mich gerade reingehealt, by the way. Ja, das war nämlich ein großer. Okay, jetzt haben wir keine mehr. Einmal Stun und dann Pistole. Perfekt. Ist er tot? Hab ich's geschafft? Na, sieh einer an! Auf deiner linken Seite war ein Ding, das du zerstören kannst. Langsam wird's langweilig. Zeit für etwas mehr Schwung! Ich glaube, hier renne ich einfach. Sind wir uns da einig? Ja. Dass die Flintenmoni nehmen müssen. Aber Flintenmoni? Oh mein Gott. Wir wurden gerade dezent gekommen, Boot. Das ist eine tödliche Kombi. Und dass der andere hätte auch noch mitgehört, wäre wären wir vor. Scheiß drauf. Hinter dir. Genau, er bringt sein Team mit gerade um. Ich weiß nicht, ob die sich gegenseitig umbringen tatsächlich. Ich würde die Flinten-Money machen. Die
anscheinend bisher unser bester Freund. Habe ich eigentlich noch irgendwo? Nee. Hinter der Flosse. Ich sehe meinen Häschen so gern zu, wie sie sich will. Jetzt ist Ayman gesagt. Nicht auf, kleines Häschen. Es besteht immer noch Hoffnung. Noch weiter, noch weiter, noch weiter. Jetzt. Er wird wahrscheinlich wieder rennen. Das ist definitiv schwer. Interesting. Und schwer. Auch relativ knapp von Muni her bemessen. Soll eine Show sein? Neue Fähigkeit. Danke, Michael. Das ist unser bester Freund. So, nehmen wir erstmal alles. Haben wir jetzt. Bringen wir deinen Kleinen erstmal um. Ich nutze auch einfach eine Flinten dafür. Ja. Ist jetzt das andere Teil. Ja. Wir müssen uns also past ihn sneaken. Hinter dir. Habe ich gesehen, aber ich bin hängen geblieben. Lass uns hier gehen weg von diesem Kreisel. Nein, nein. Okay. Hinter dir wieder. Lauf, wahrscheinlich. Mach einfach im Kreis. Genau. Das war schön. Lauf, 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 lauf. GG. Die Ghostface. Nutzlose Kreatur. Was für eine Enttäuschung! Was soll's? Dein Tod ist unausweichlich. Jetzt zeigt sie ihre wahre Kraft. Lauf! Trust Michael! Was? Da unter?
Déjà vu. I've just been in this place before. Warte, der eine war ja ein Fake, der Kristall, ne? Ja. Was ist, wenn das uns indirekt sagt, dass diese Formel, um die Kräfte zu lösen, einen Haken hat? Vielleicht vermutlich. Ist das nicht das Echte. Aber der Bossfight war nice. Es war sehr schwer. Mhm. Im Village. Wo bin ich denn jetzt? Nee, das ist der Eingang bei Beneviento. Das ist der Eingang bei Beneviento. Ebene. Ich will nicht gehen. Nicht ohne diesen Kristall. Ich hab satt, ein Freak zu sein. Ich will Freunde haben. Ich will ein normales Leben. Ohne Fluch. Wenn dieser Kristall das bewirken kann, mich normal machen kann, dann gehe ich hier nicht ohne ihn weg. Michael denkt sich auch so, what a bitch. Ja, und? Dann los. Kann ich hier mein schweigen? Lieblingsort. Tja, da geht's wohl nicht lang. Der Part ist nämlich eigentlich zu Ende. Ich suche jetzt gerade nur noch eine Möglichkeit zu speichern. Haben wir hier wieder hängende Leute oder sind die diesmal weg? Ich weiß nicht. Oh, nein. Oh. Was ist das? Haben wir jetzt nicht die Puppe, sondern das Mädchen selbst? Oh, das fängt schon super an. Willst du meine Freundin sein? Es fängt schon so an, dass ich dich will. Was glaubst du, ich erst? Spiel, ich will doch nur speichern und den Part beenden. Oh, ihr Grab. Erinnerst du dich an den Bossfight? Ja. Was steht da? Let's play. Let's play. Diese Affen kommen mir irgendwie bekannt vor, aber was soll das? Ah, ihr kuschelt hier, ne? Keine Ahnung, was. Was spielen? Let's play Resident Evil Village. Gibt's hier nichts zum Speichern? Nein? Ich hab ein wenig ein Trauma mit Fahrstühlen. Ja, was ist los? Okay. Was? Oh. Irgendwas ist... Das ist anders. Der Fahrstuhl des Hauses. Nein, 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 okay, nein, 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 wir beenden den Part. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Das war's dann mal wieder mit Resident Evil Village. Ciao. Ich glaube, ich muss meinen Sklaven nochmal auspeitschen, um ihn für den nächsten Part zu überreden. Statement dazu? Nein. Du bist ja trotzdem dabei? Ich sag nichts. Du bist dabei. Habt einen schönen Abend. Haut rein. Ciao. Ciao.